Diese Dinge passieren, wenn du und dein Seelenverwandter nicht dazu bestimmt sind, zusammen zu sein. Wenn das Schicksal leider Nein sagt. Auch verwandten Seelen ist es nicht immer bestimmt, die Zeit auf Erden und in diesem Leben gemeinsam zu verbringen. Die Gründe dafür sind gegeben und ganz sicher gut und wichtig. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir Menschen sie verstehen würden. Der Gedanke hinter dieser schicksalshaften Zurückweisung erschließt sich uns daher oft nicht. Für unseren Verstand und unser zutiefst menschliches Bedürfnis, den Dingen auf den Grund zu gehen, ist diese Unklarheit natürlich blanke Folter. Die Erfahrung, unseren Seelenverwandten wieder gehen lassen zu müssen, wäre auch so schon schmerzhaft genug. Ohne Begründung und ohne ersichtlichen Sinn und Zweck ist dieser herbe Rückschlag unerträglich. Wie alle tiefgreifenden Veränderungen im Leben hinterlässt auch das Loslassen unserer Zwillingsseele deutliche Spuren. 6 Auswirkungen davon auf unser Leben möchten wir dir in unserem heutigen Podcast vorstellen. Nummer 1. Du wirst dich für immer verändern. Wie jeder schmerzhafte Verlust wird auch dieser einen völlig neuen Menschen aus dir machen. Deine Gefühlswelt liegt in Trümmern, dein Herz ist gebrochen und deine Seele kann die Trennung von ihrer Zwillingsflamme kaum ertragen. Deine Enttäuschung wird sich körperlich manifestieren, von psychischen Ausnahmezuständen ganz abgesehen. Einen Menschen gehen lassen zu müssen, der eigentlich dazu bestimmt war, uns zu ergänzen und zu vervollständigen, ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die wir manchmal durchleben müssen. Für dein weiteres Leben bedeutet diese Zäsur, dass du für immer zwischen der Erinnerung an diese Zeit und einem vorsichtigen, ängstlichen Blick in die Zukunft hin- und hergerissen sein wirst. Dein Vertrauen in höhere Mächte ist zerstört. Dein Glaube an das Gute und Schöne liegt für lange Zeit in Schutt und Asche. Nummer 2. Im Traum werdet ihr euch auch weiterhin nahe sein. Ein schwacher Trost ist es immerhin, dass sich Seelenverwandte auch bei räumlicher Trennung oder sogar nach ihrem Tod noch im Traum begegnen können. Diese Plattform nutzen Zwillingsseelen sehr häufig, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Die Traumbilder werden vielleicht schmerzhaft für dich sein. Du solltest jedoch versuchen, sie als Geschenk zu betrachten. Schließlich kann euch in dieser Dimension nichts und niemand mehr trennen. Wenn es deiner Seele gut tut, sich wenigstens in der Tiefschlafphase mit ihrer anderen Hälfte zu treffen, kannst du diese wahrlich traumhaften Begegnungen auch gern forcieren. Ein Traumtagebuch oder Traumprotokoll helfen dir zuverlässig dabei, dich immer besser an das Erlebte zu erinnern. Diese Notizen werden dir schon bald zu treuen Zufluchtsorten werden, wenn die Erinnerung allein nicht mehr ausreicht, um den Schmerz über deinen Verlust zu kompensieren. Nummer 3. Die Erinnerung und das Gefühl bleiben für immer. Dein Leben wird auch ohne deine Dualseele weitergehen. Allerdings bleibt die Erinnerung bestehen, ebenso wie das Gefühl, das sie oder er dir zu vermitteln imstande war. Genieße beides in Maßen, bevor es dich traurig macht oder dich so sehr aus der Wirklichkeit entfremdet, dass du in ihr nicht mehr existieren kannst. Aufgeben ist leider an keinem Tiefpunkt im Leben eine Option. Das Schicksal bürdet uns allerdings auch niemals mehr auf, als wir ertragen können. Dennoch dürfen wir weder im Schmerz noch im Leid versinken. Dein Leben ist und bleibt ein großartiges Geschenk, auch wenn es dir nicht bestimmt war, mit deiner Partnerseele vereint zu bleiben. Die Emotionen und Bilder aus der Vergangenheit sind wunderschöne Andenken an eure gemeinsame Zeit. Pflege sie gut und halte sie in Ehren. Die Erinnerung ist bekanntlich das einzige Paradies, aus dem wir nie vertrieben werden können. Nummer 4. Deine Seele wird niemals loslassen können. Über eines musst du dir von nun an im Klaren sein. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn dein Leben vorübergehend aus den Fugen geraten ist. Dein Herz wird heilen, deine Seele wird das hingegen niemals vermögen. Auch wenn wir als Menschen vollständige Individuen sind, unsere Seele wird immer auch nur die Hälfte eines universellen Gedankens sein. Die andere Hälfte, ihre Zwillingsseele, wird sie auf ewig schmerzhaft vermissen. Diese Lücke kann niemand füllen, dieses Gefühl der Leere kann mit nichts kompensiert werden.
eine echte Chance auf Heilung wird es für deine Seele daher erst bei einem Wiedersehen geben. Ob in diesem Leben oder im nächsten spielt für das Ergebnis keine Rolle. Nummer 5. Du beginnst am Leben und an deiner Bestimmung zu zweifeln. An diesem einen Grundsatz konnten wir uns bislang immer festhalten wie an einem göttlichen Rettungsring. Die Seele, die für uns bestimmt ist, wird den Weg zu uns auch finden. Leider sieht dieses kosmische Gesetz keine Kommentare, Ergänzungen oder Fußnoten vor. Das Kleingedruckte ist auch bei den Schicksalsgesetzen unklar und letztendlich nicht verhandelbar. Wie lange unsere Zwillingsseele in diesem Leben an unserer Seite bleiben darf, steht daher nirgends geschrieben und ist schon gar nicht in Stein gemeißelt. Wir können uns wahrscheinlich schon sehr glücklich schätzen, wenn sich unsere Wege überhaupt für mehr als nur einen Wimpernschlag kreuzen durften. Trotzdem fällt es uns nach diesem Rückschlag unsagbar schwer, weiterhin voller Vertrauen in die höheren Mächte unseren Alltag zu bestreiten. Der Glaube an so ziemlich alles, wovon wir bisher immer felsenfest überzeugt waren, ist erheblich ins Wanken geraten. Wir hinterfragen sämtliche Grundsätze, die wir bislang im Rahmen unserer persönlichen spirituellen Gepflogenheiten respektiert und geachtet haben. Wir hadern mit dem Schicksal, mit Gott, dem Universum und natürlich auch mit uns selbst. Wir prangern unsere Naivität an und gehen mit unserem Glauben besonders hart ins Gericht. Der große, endgültige Beweis dafür, dass wir nicht völlig auf dem Holzweg waren mit unserem Vertrauen in die höheren Mächte, hat sich nun nämlich sprichwörtlich in Luft aufgelöst. Dem Verlust unserer Partnerseele folgt nicht selten eine tiefe Lebens- und vor allem Glaubenskrise. Nummer 6. Natürlich verliebst du dich wieder. Irgendwann, irgendwie. Das Leben ist leider unerbittlich. Nur weil für uns gerade die Welt zusammengebrochen ist, wird die Erde nicht aufhören, sich zu drehen. So geht es auch für uns immer weiter, ob wir wollen oder nicht. Und natürlich wird auch der Moment kommen, wo eine neue Liebe an unsere Tür klopft und um Einlass bittet. Wir werden zögerlich und misstrauisch auf sie reagieren, sollten unser Herz jedoch nicht für alle Zeiten verschließen. Das Leben ist zu kurz, um es von nun an für immer allein zu verbringen. Der Mensch ist dafür bekanntlich nicht geschaffen. Wenn also die Zeichen auf Liebe stehen, ergreife sie und gib ihr vor allem eine faire Chance. Niemand wird deine Zwillingsseele ersetzen können, aber diesen Wettstreit hat umgekehrt auch niemand im Sinn. Eine Partnerschaft, die von vornherein mit einem toten oder verlorenen Lebensmenschen konkurrieren muss, ist leider in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Der Verlust unserer Dualseele ist sicher um einiges härter, als wenn wir sie nie getroffen hätten. Die Ahnung, dass sie existiert, hätte uns wahrscheinlich mehr Freude und Zuversicht vermitteln können, als wir nun für die Verarbeitung ihres Verlustes aufbringen müssen. Ein chinesisches Sprichwort mahnt uns nicht umsonst. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Sie könnten in Erfüllung gehen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben